Ja, moins meine Fresh and Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18 auf meinem Kanal Matze. Und wir wollen weiter im Karrieremodus spielen und zwar geht es jetzt im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. Und bevor wir gegen RB Leipzig spielen, müssen wir natürlich nochmal eine Runde trainieren, ja, so wie sich das gehört. So, Naby Keita hat sich wieder ganz gut verbessert. Der wird bald auf die 90 gehen und wir gehen jetzt, wie gesagt, gegen Leipzig in die nächste Partie. Ich freue mich schon auf die nächste Transferphase, weil mir fehlen einfach zwei richtige Stürmer. Ich finde zwar, Gnabry und Coman machten das nicht so schlecht, aber Stürmer sind halt doch was anderes. Stürmer sind halt doch was anderes. So, Stillstand bei Transferverhandlungen minus Pantovic. Achtung, sie könnten drei Spieler verlieren. Wir wollen die Mitteilungsverträge folgender Spieler demnächst auslaufen. Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Serge Gnabry. Okay, die müssen wir auf jeden Fall noch verlängern. Das machen wir dann auch in der Winterpause, würde ich sagen. Und jetzt geht es aber erstmal gegen Leipzig! Ich weiß gar nicht, ob die noch in der ersten Liga sind oder ob die abgestiegen sind hier im Spiel. Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall wollen wir da natürlich wieder Coman mit reinbringen. Und dann switchen wir das Ganze hier wieder so. Und wollen wir noch ein bisschen rotieren? Ja, wir bringen mal wieder Thiago für Keita. Und Kimmich darf mal wieder von Beginn an für Bellerin. So machen wir es. Und das ist natürlich ein K.O.-Spiel, das heißt, wir müssen gewinnen. Alles andere zählt nicht. Hier. Oh, da ist der Ball weg. Da ist der Ball weg. So, weiter geht's. Wir wollen hier nicht lang fackeln, wir wollen einfach das Spiel spielen. So, zack. Das Spiel unseres Lebens. Müssen wieder ein bisschen besser werden. Letztes Spiel, unglückliches 2-2 gegen Leverkusen. Da war ich teilweise wieder so schlampig gewesen. Weißt du, vorher ein Spiel gegen Stuttgart, wo ich nichts zugelassen habe. Wirklich nichts. Es gab null Schüsse aufs Tor. Und dann spielen wir gegen Leverkusen und die haben fast genauso viele Schüsse wie ich. So, starkes Teamwork da von Alaba und Süle. Stark. Okay, ich habe jetzt zweimal versucht, einen Flachschuss zu bringen und zweimal war der Flachschuss voll für den Arsch. Ich glaube, da von der Strategie weiche ich lieber wieder ab. Schade. Da ist Gnabry da nicht rangekommen ist. Und da ist das 1-0. Kingsley Coman. Und wie der sich da durchgesetzt hat, das war wirklich großartig. Guckt euch das mal an in der Wiederholung. Zack, hier bekommt er den Ball. Schöne Ballannahme. Und dann zack, setzt er sich gegen einen durch, setzt er sich gegen zwei durch. Und auch der dritte grät sogar noch davor. Zack. 1-0. Schönes Tor. Schöne Einzelaktion. Mehr oder weniger. Das war Pogba mit der nächsten guten Gelegenheit. Ui, und schon wieder Pogba mit der nächsten guten Gelegenheit. Ich finde, so frei, wie er da zum Kopfball kommt, kann er auch was Besseres draus machen. Ja, das war schwach von Sané, dass der sich da ablaufen lässt. Und auf einmal aus dem Nichts wieder eine gute Gelegenheit für die Gegner. Und genau so war das
gegen... Okay, das zweite Tor war halt wirklich mit Druck, 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 Druck. Also da haben die schon wirklich Gas gegeben, eben im letzten Spiel, die Leverkusener. Aber bei dem ersten Tor zum Beispiel, auch ich bin die ganze Zeit nur am Angreifen und dann aus dem Nichts kommt deren Tor. So. Und jetzt haben wir hier Dembélé. Schade. Wenn er da zum Kopfball kommt, dann ist das, da haben wir das 2-0. Leider kam er nicht. So, gegen, nicht gegen Süle. Im Kopfball-Duell, da habt ihr keine Chance. Hier haben wir Leroy, Sané. Ja. Schade. Wow! Lattenkracher. Und das gibt nochmal eine Ecke. Nach dem nächsten Schussversuch von Pogba. Guck mal, 8 Schüsse stehen da schon drauf auf der Liste. Okay, das war jetzt nicht so stark. Das war jetzt nicht so stark, da hätte ich lieber gleich flanken sollen. So, nehmen wir Wechsel vor. Wir haben eigentlich echt eine ganz gute Partie gehabt. Ich würde sagen, einen Wechsel mache ich. Und zwar Hummels kommt rein. Und mache ich noch irgendeinen Wechsel? Aber machen wir Tolisso noch für Pogba. Tolisso ist echt eine Kopfballmaschine, deswegen bringe ich den rein, weil ich habe eigentlich relativ viel mit Flanken gearbeitet gegen die. Bin gespannt, ob die jetzt stärker werden. Ja. Was ist das 1-1? Wieder zu viele Chancen verbraten auch, ganz ehrlich. Muss ich mich jetzt nicht wundern, wenn die jetzt auf einmal wieder zurückkommen. Und ich dann auf einmal wieder dumm aus der Wäsche gucke. Oh, ich hab den drin gesehen. Ich hab den drin gesehen, ey. Boah, Alter, das kann's doch jetzt nicht sein. Mann, was ist denn hier schon wieder los? Mann. So, jetzt können wir mal wieder... Boah! Der Pass war so Zucker. Der Pass war so Zucker. Und da haben wir das 2-0. Ich dachte, der kommt nicht durch, ehrlich gesagt, der Pass. Und dann ärgere ich mich wieder nur. Aber das hat ja mal so gut gepasst. Auf Gnabry. Und damit haben wir das 2-0. Und mein Sturmduo hat wieder getroffen. Mein Sturmduo hat wieder zugeschlagen. Oh, stark von Boateng. Und jetzt haben wir hier Dembélé. Und der Schuss war leider nicht gut von Coman. Alter, was für ein Kopfball. Mit der Hand einfach aufgehalten. Hat Sané geschossen? Oder war es der Verteidiger? Nee.
Also entweder Sané hat geschossen und der hat ihn abgefälscht, oder der hat geschossen, oder er hat den irgendwie so ausgeschossen. Nein. Wieder so viele gute Gelegenheiten. Und schon wieder gehen viel zu wenige rein. Ah, zum Glück war der Schuss nicht gut. Und der war wirklich nicht gut. Nochmal selbst auf ein bisschen offensiver, damit sich unsere Linien wieder eher angleichen. Nein, Mann. Warum? Also das war so unglücklich gerade schon wieder. Als wenn das Spiel schon wieder wollen würde, dass die jetzt wieder einen Anschlusstreffer kriegen. So, Tolisso marschiert. Und der Pass war aber so schlecht. Dafür war das Tackling wieder gut, aber das war wieder... Naja. Egal. Lass ich's mal einfach unkommentiert. Schön Zauberfußball... Schöner Zauberfußball sieht anders aus, denn dann kommt auch der letzte Pass an und nicht nur alles davor. Ah, schade. Egal, 2-0-Sieg. Wir sind im Pokal weiter. Das ist die Hauptsache. Wie viele Schüsse haben wir? 12 Schüsse, 8 Schüsse aufs Tor. Ja. Also, ich finde, das war hochverdient. Hochverdient. Wahrscheinlich waren sogar manche Schüsse nicht mitgezählt, beziehungsweise manchmal wieder abgeblockt und so weiter und so fort. Naja, egal. Drauf geschissen. Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr FIFA 18 sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil. Und haut da rein. Ciao.